auf der Hand, ohne den Gegner gering zu schätzen, dass Christian Ilzer heute ein bisschen rotiert. Vier Mann bleiben draußen, wie etwa Böwing oder Kapitän Hirländer, der krank und nicht im Kader ist. Dafür unter anderem Goltorschütze Kittischwili in der Startelf, und zwar als Kapitän. Sturm am Papier natürlich Favorit, hat aber die letzten drei Pflichtspiele gegen Ried nicht gewonnen. Das letzte Duell in Graz im Cup letzte Saison ging sogar an die Rieder, bei denen Chubby einer von zwei Neuen in der Startelf ist. Und damit rein ins Match, Minute 4, Ecke Sturm. Brass bietet sich an, die Rieder reagieren darauf zögerlich. Brass nochmal auf Jakob Jantscher. Er steht erstmals in dieser Ligasaison in der Startelf, war aber auch eine Zeit lang verletzt. Sturm hat in der Anfangsphase mehr Ballbesitz, Topchancen werden daraus in den ersten 20 Minuten aber keine. Minute 21, Gazi Begovic steiler Vorwart, und dann kommt David Ungar dahergerutscht und Schiri Harald Lechner zögert keine Sekunde, entscheidet auf Strafstoß. Es gibt auch keine großen Reklamationen, die Hand von Ungar ist deutlich zu hoch. Wer tritt zum Strafstoß an? Jakob Jantscher. Und der verwandelt auch souverän zur Führung des Favoriten. 22. Minute. Erstes Pflichtspieltor für Jantscher in dieser Saison. In der Bundesliga bisher 6 Elfer geschossen und alle verwandelt hat. Abgesehen vom unnötigen Handspiel verteidigt Ried ganz anständig. Sturm tut sich schwer beim Herausspielen von Chancen. Gute halbe Stunde schon um. Kittischwili. Doppelpass mit Jantscher, und zum Abschluss kommt er auch, weil er gut reagiert. Der Pass von Jantscher nämlich in seinen Rücken, dann einfach blitzschnell gedreht und Schuss mit links, nur halt mitten aufs Tor. Riedcoach Christian Heinle hat noch keine ernstzunehmende Offensivaktion seines Teams gesehen, aber er sieht vor der Pause noch welche von Sturm. Freistoß Jantscher, und Ayeti kommt dem 2-0 sehr nahe. Großartige Reaktion von Riedcoach Shahin Radlinger, der gleich nochmal im Mittelpunkt stehen wird, und zwar gut 2 Minuten später. Sturm lässt den Ball rund um den Strafraum laufen. Alexander Brass mit dem guten Abschluss. Shahin Radlinger steht vielleicht den Tick zu weit vor dem Tor. Dafür ist die Reaktion erneut top. Ja, der zweite Treffer, der Gastgeber liegt förmlich in der Luft. Nochmal Sturm. Ayeti auf Kittischwili. Blavotic stellt den Fuß dazwischen. Sein Tormann muss diesmal nicht eingreifen. 1:0 der Pausenstand. Das Team von Christian Ilzer könnte aber schon höher führen. Nächster Versuch, Minute 51, wieder Eckball, diesmal direkt geschossen, und wieder Ayeti. Ja, daran, wer der beste Rieder auf dem Platz ist, gibt es längst keinen Zweifel mehr. Samuel Shahin Radlinger. Ja, und so bleiben sie im Spiel, die Rieder, die nach der Pause aber auch ein wenig Akzente setzen können. Zum Beispiel hier, Minute 59, Fehler von Lubitsch. Nutz, der wird nicht gestört, obwohl er bekanntermaßen gut schießen kann. Und wie? Knapp eine Stunde gespielt, das erste Saisontor von Nutz stellt den Spielverlauf auf den Kopf. Toller Schuss, der von Chabi auch noch abgefälscht wird. Ja, und für Sturm heißt es praktisch zurück zum Start. Vorerst auch keine Reaktion der Grazer. 10 Minuten später vorerst wieder Ried. Wieder Nutz, der Chabi in der Tiefe sieht, aber der geht irgendwie eigenartig zum Ball. Da hätte er mehr draus machen können, der Mann, der heute statt Mondschein spielt. Kurz darauf ein nächster Eckball für Sturm. Da waren sie heute schon oft gefährlich. Wird es auch diesmal gefährlich? Ja, es wird gefährlich, die neuerliche Führung für Sturm. Ota Kittischwili trifft schon wieder. Aber höchst kurios, wie er da an den Ball gekommen ist. Blavotic klärt, köpfelt aber Chabi auf den Kopf. Und dann reagiert der Georgier am besten. 71. Minute, 2-1. Die Führung natürlich verdient. Kann Ried nochmal antworten? Das ist Martin, der Philipp Pommer sieht. Super Assist quasi aus dem Stand heraus. Nur 3 Minuten hat es gedauert zur Ausgleichschance. Auf der Gegenseite ergeben sich aber auch Möglichkeiten aufs 3-1. Wie hier zum Beispiel durch den eingewechselten Goran Stankovic und Borkovic.
Es geht noch rund 10 Minuten in der Merkur Arena. Nur Augenblicke später wieder Sturm. Der Vorbereiter ist diesmal Gazi Begovic. Nämlich hier und der Chancenvernebler, in dem Fall darf man das so sagen, ist Joker Emega. Effektivität war heute nicht die größte Stärke von Sturm. Das 2-1 gerät aber nicht mehr in Gefahr. In der Liga hat Sturm jetzt die letzten 5 Heimspiele gegen Ried gewonnen. Siegtorschütze ist wie am Donnerstag Ota Kitteschwili. Interviews von Daniel Kulowitz. Wir hatten viele Chancen. Das zweite Tor hätten wir vielleicht ein bisschen früher machen müssen, um das Spiel zu entscheiden. Dann wurde es schwierig. Wir haben das 1-1 bekommen und wurden auch müde wegen der vielen Spiele zuletzt. Aber wir haben es drüber gebracht. Das ist am Ende das Wichtigste. Ich denke, jetzt schon langsam findet er seine alte Form wieder und es tut ihn persönlich natürlich unglaublich gut und uns hilft es natürlich extrem. Wir sind in der Liga super dabei, international haben wir eine Top-Ausgangssituation für das letzte Spiel. Es war auf jeden Fall ein Top-Monat, aber nur weil der Monat vorbei ist, wollen wir jetzt nicht aufhören damit. Ja, die erste Halbzeit, glaube ich, geht ganz klar an Sturm Graz. Da haben wir einfach verschlafen, haben wir zu viele Chancen zulassen. Ich denke, dass wir wirklich die Sache dann gerade nach der Halbzeit wirklich richtig gut gemacht haben. Haben sie ja da in der Phase mit dem 1-1 belohnt. Und dass du dann wirklich was Zählbares mitnimmst, muss alles passen. Und das Tor zum 2-1 war halt dann extrem bitter. Ried muss nach 3 Spielen ohne Niederlage wieder als Verlierer vom Platz. Sturm ist jetzt 10 Pflichtspiele unbesiegt und hat 7 davon gewonnen.